habe mit YouTube angefangen, um einige Unterhaltung zu bieten. Ich hatte Spaß daran, Videos zu produzieren, sie mit Aufwand zu bearbeiten und auf YouTube zu teilen. Schon seit 2013 verfolgte mich ein gewisser Ehrgeiz, weiterzumachen. Man hat Erfahrungen gesammelt. Doch irgendwann erkannte ich, dass meine Zuschauer inaktiv waren. Nicht nur meine Zuschauer, sondern auch ich war es. Der Stress, der auf mich wie ein Wasserfall in meinen Körper strömte, machte mich zu schaffen. Doch ich blieb stark. Ich tat alles dafür, dass irgendetwas oder irgendjemanden wieder Gefallen an das hatte, was ich auf YouTube machte. Irgendwann traf ich aber die Entscheidung. Ich gebe meinen Kanal auf, den ich mit Liebe gegründet hatte. Es war hart und ich musste mir Gedanken machen und alles neu planen. Einen neuen Namen zu finden war nicht einfach. Nach einigen Wochen hatte ich die Idee. Mir gefiel der Name Ventonix. Ich eröffnete meinen neuen Kanal direkt. Mit neuen Content, mit neuen Ideen brachte ich mir den Spaß an YouTube wieder zurück. Aber es blieb nicht so. Ich war glücklich. Ich war glücklich genug in meinem Leben. Bis zu einem Moment. Die Schule war mir sehr wichtig. Und ich brach häufig meinen Channel ab. Ich habe Dinge verloren, habe eine wichtige Person verloren. Alles brachte mich zum Nachdenken und ich habe mir gesagt, ich brauche Pausen. Pause von allem und damit auch von YouTube. Ich brachte mehrere Tage, mehrere Wochen und mehrere Monate keine Videos mehr. Und nun? Wie die Geschichte zu Ende geht, entscheidet ihr selbst. Es ist wichtig, das zu machen, woran man Spaß hat. Das Leben zu genießen und die Zukunft zu sichern. So, fertig geschnitten. Jetzt eigentlich nur noch den Streifen da wegmachen. Mache ich das mal schnell. So. Mann. Wo mache ich eigentlich diese Scheiße hier? Nichts klappt! Mann, ey. Am besten lasse ich das einfach sein. Ich lösche das Ganze wieder. So. Oh. Die ganze YouTube-Scheiße geht mir auf den Nerv. Was liegt da? Ist das nicht der USB-Stick? Er ist es. Schnell mal nachschauen. Okay, es muss noch laden. Minecraft Let's Play 002. Ist das nicht schon Jahre her? Outlast. Okay. Okay, wir haben jetzt 60%. Wir laden es immer schneller hier.
PC-Leistung auf 100%. Was ist da drauf? Let's Plays. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, Rock Day für euch. Wir sind hier gerade wieder am Montag. Oh mein Gott. Scheiße, wo ist die Aufnahme? Ich muss sie wieder finden. Ich hoffe mal, dass sie nicht weg ist. Normalerweise ist die hier im Programm gespeichert. Das ist die Datei, aber... da habe ich noch am Anfang geschnitten, das weiß ich noch. Es muss ja irgendwo sein. Zuletzt gespeicherte... Nein. Wo ist diese Scheiße? Komm... muss doch hier irgendwo sein. Nein, nein, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Nirgendwo was zu finden, aber... warte. Normalerweise im Papierkorb. Da ist es doch. Wenn es jetzt noch klappt, wäre es perfekt. Okay. Jetzt öffnen. Ich hoffe, da ist noch alles drauf, was ich geschnitten habe. Okay, es lädt. Sieht gut aus. Gut. Ich glaube, das ist es. Wir schauen mal ein bisschen genauer hin. Alles ist noch da. Alle Szenen sind noch da. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen... soll ich das hochladen? Ja. Der Kleine machen. Und... exportieren. Als MPEG-4. Full HD, 60 FPS. Gespeichert ist okay. Und rendern. Let's go. Hochladen. Und veröffentlichen.